hier, ne? Auch hier. Die Friedensforscher werden gar nicht mehr gefragt in solchen Konflikten. Die Friedensforschung hat so gute Arbeit geleistet in den letzten Jahrzehnten. Wofür haben wir die? Es wird einfach wie in der Steinzeit direkt zu den Waffen gegriffen. Die stehen jetzt da in der Ecke und freuen sich kaputt. Aber die Nordkoreaner haben auch einen furchtbaren Umgang mit der Macht. Das ist ja auch heftig. Da ist dann der Vater Präsident. Und dann irgendwann später ist der Sohn Präsident. Das ist krass. Das kannst du dir hier gar nicht, oder in Amerika. Das ist undenkbar. Das ist so. Wirklich. Oh. Das ist so vordemokratisch. Und wir regen uns immer über Putin auf, dass der jetzt schon wieder im Amt ist und schon wieder im Amt. Der Putin ist eine arme Socke. Weil der keinen Sohn hat, muss der das immer wieder selber machen. Ja, sicher. Ja, schon heftig da mit dem Putin, ne? Die haben da ja massive Probleme in Russland mit Antisemitismus und Rassismus und Nationalismus. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Meinen Sie, was hier los wäre? In Russland, alle naselang werden da irgendwelche jüdischen Friedhöfe geschändet und werden Synagogen und Moscheen bedroht. Meinen Sie, wie hier die Bevölkerung sich vor jüdische Friedhöfe stehen würde, wenn das irgendwie hier so passieren würde? Die Regierung würde massiv dagegen. Da in Russland, da gab es Nazis, Neonazis, die haben über Jahre haben die dauernd Leute erschossen und dann kam das raus und dann haben die in Russland da die Akten geschreddert und sowas. So läuft das da in der lupenreinen Demokratie. Undenkbare Zustände. Undenkbar. Man kann jetzt nur hoffen, dass der Putin nicht so ein Psychopath ist wie der Bush. Sonst sieht Kiew demnächst aus wie Bagdad. Das kann niemand wollen. 40% aller Russen halten Homosexualität für eine gefährliche Krankheit. Im Vatikan sind es 100%.